Wir haben heute im Rat einen Antrag gestellt, der zum Ziel hatte, dass der Tausendfüßler, der ja im Februar nächsten Jahres abgerissen werden soll, am Tag des Denkmals, das ist der 9. September 2012, für Fußgängerinnen und Fußgänger geöffnet wird und natürlich gleichzeitig der Autoverkehr an diesem Tage vom Tausendfüßler ferngehalten wird. Wir fanden, dass das ein schönes Zeichen gewesen wäre, sich vom Tausendfüßler zu verabschieden und den Blick, den man bis jetzt nur aus dem Auto haben konnte, wenn man drüber fuhr, jetzt mal live und an der frischen Luft erleben zu können. CDU und FDP haben diesen Antrag abgelehnt mit der Begründung, dass das nicht nötig sei. Man würde ja hier etwas schaffen, was nicht zu feiern sei. Es war ihnen nicht zu vermitteln, dass es hier nicht um Feiern, Trauer oder Freude geht, sondern einfach um die Erlebung, das Erleben eines Denkmals. Das haben die Mehrheitsfraktionen nicht gewollt und deswegen ist dieser Antrag leider abgelehnt worden. Ich finde schlechte Gewinner in dieser Sache.